Hey YouTube, schön, dass ihr nach Hause gekommen seid. Da sind wir dann wieder mit unseren fetten Megalex sofort am Anfang. Na super, so, dann wollen wir mal schauen, dass wir, ja, Lehm sammeln. Wir brauchen Lehm, wir brauchen jede Menge Lehm. Wir brauchen so verdammt viel Lehm und ich habe das gerade viel zu laut. Moment, ich muss mal eben meine Lautsprecher ein bisschen runterdrehen hier, so. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal das ganze Gewässerchen ab, was wir da so überall drumherum haben. In der Hoffnung, dass wir auf große Lehmvorkommen stoßen werden, denn die benötigen wir, damit wir unser Dach da fertig machen können. Ja, vielleicht einmal hier an der Küste lang oder... Ach, wir gehen erstmal... Oh, da lag ein Gehirn. Ach nein, so kann man ja gar nicht rennen. Hier, so rennt man bei Minecraft. Genau. Ach, ich kann das hier mit dem Rennen irgendwie nicht weiß. Dann stoße ich irgendwo gehen, dann hört er sofort auf zu rennen und... Ach, dann laufen wir halt normal weiter. Auch scheißegal. Also das hier ist alles noch Sand, so ich das sehe. Okay. Ja, und während wir hier nach Lehm suchen, habe ich da mal ein kleines Anliegen, was ich euch gern näher bringen würde. Warum hat das denn jetzt schon wieder so geleckt? Was ist das denn wieder für ein Kack hier? Und zwar, der ein oder andere wird es vielleicht schon gemerkt haben, ich habe ja die Begrüßung zu Beginn meiner Videos schon wieder leicht verändert. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Leder hier mit. Hey, Cowboy! Ich habe die Begrüßung ja schon wieder mal leicht geändert. Ah ja, das Fleisch, das sammeln wir mal alles ein hier. Und zwar statt, dass ich sage, hey YouTube, es ist wieder Zeit für bla bla blub und hast du nicht gesehen und laber laber laber, sag ich ja jetzt im Moment so, hey YouTube, schön, dass ihr nach Hause gekommen seid. Finde ich auch ganz passend. Aufgrund des Accountnamens der Haushalt. Finde ich, das passt ganz gut zusammen. Und was ist das hier? Blatthaufen. Wie Blatt? Ach so, ich will doch gar keinen Blatthaufen mehr. Das schmeißen wir später wieder weg. Das finde ich auch ganz passend. Aber das Hey YouTube am Anfang, das passt mir noch nicht so ganz. Ich höre Frösche. Da sind Frösche. Tatsache. Da ist ein Frosch. Kriegt man da was raus? Stier. Ja, ist klar. Okay, was ist das? Scrap Meat. Okay. Mal gucken, ob wir das nicht da irgendwann mal verwenden können für irgendwas. Ja, jetzt hat mich der Frosch schon wieder dermaßen rausgebracht. Das ist, glaube ich, alles nur normale Erde hier, oder? Ja. Jetzt hat mich der Frosch dermaßen rausgebracht. Ja, genau. Von wegen, hey, YouTube, bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Ja, also und das mit diesem... Schön, dass ihr nach Hause gekommen seid, finde ich schon aufgrund des Namens der Haus schon sehr passend. Gefällt mir gut. Ah, da haben wir doch schon Leben. Gefällt mir gut, das würde ich auch ganz gerne beibehalten. Aber dieses Hey YouTube davor, das, ja, das passt mir noch nicht so wirklich. Also das gefällt mir noch nicht so ganz. Das hätte ich ja ganz gerne doch noch ein bisschen anders. Dann war ich am Überlegen, dass ich dann sage so, hey Kinders, schön, dass ihr nach Hause gekommen seid. Aber da hat meine Tochter dann gesagt, die alte Moser-Tante, nee, das klingt doof. Das ist nicht so gut. Also muss ich mir dann vielleicht was anderes überlegen. Ja, beziehungsweise... Das werde ich in eure Hände geben. Und zwar werde ich euch gleich so ein paar, ja, Ideen, Möglichkeiten, wie auch immer man es nennen möchte, nennen. Und möchte dann von euch, oder ich erwarte dann gefälligst von euch, dass ihr euch die Mühe macht und in die Kommentare hineinschreibt, welche von den Begrüßungen ihr hören wollt. Oder vielleicht hat ja einer von euch tatsächlich noch eine bessere Idee, die kann er dann auch reinschreiben, das überlege ich mir dann. Was ich dann im Endeffekt nehme, beziehungsweise ich überlege das nicht, sondern ich werde dann schauen, welche der, ja, Begrüßungen, oh, was ist das denn, welche der Begrüßungen, ja, die meisten Stimmen hat, sagen wir mal so. Weil das mit dem, hey YouTube, nein, das, ach, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so wirklich passend, das gefällt mir noch nicht so ganz und dich machen wir mal eben platt, mein knöcherner Geselle. Ja, und, na, Saulo. Haha. Und. Ach, scheiße, jetzt wollte ich ihn anspringen. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, komm. Jetzt bleibt er da stehen. Jetzt bleibt er echt frech da stehen. Ey. Oh, du Sau. Du Sau. Und nochmal. Und. Was? Ja, sicher. Du schießt rückwärts oder was? Was soll die Scheiße denn hier? Verzieh. Verpiss dich doch. Stirb. Oh, ein Bogen. Schön. Ich glaube, wir haben noch keinen. Oh, Schlag 1 und Stärke 2. Das ist, nicht schlecht, glaube ich. Ja, jedenfalls werde ich euch gleich so ein paar Möglichkeiten oder ein paar Sachen, die mir so durch den Kopf gegangen sind, werde ich euch gleich nennen. Und
Ihr schreibt dann einfach in das Kommentar, welches davon euch mehr zusagt. Na, jetzt leckt doch nicht so rum hier. Was ist das hier eigentlich? Einfach nur so eine Ruine? Oder gibt es hier auch noch was Besonderes? Da fliegen Vögel. Ist das ein Pelikan? Oder ist das Pelikan, oder? Oh! Hopp, 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 du verficktes Mistviech. Na, na! Boah, du Sau! Alles kaputt gemacht. So eine Scheiße. Ach, das sah so schön aus hier. Das sah so schön aus. Dann kommt ein Creeper und alles ist scheiße. Verdammt nochmal. Moment, den Sand füllen wir mal gerade eben ein bisschen auf hier. Ach, das ist aber ärgerlich. Das ist aber nicht schön. Nein, das finde ich nicht gut. Verfickten Creeper, echt. Moment. Achso, du musst ja eigentlich hier hin, ne? Ne, du musst eigentlich da hin. Und jetzt hat man wieder nicht genug, um das alles aufzufüllen hier. Scheiße. Dann machen wir dich mal hier rein und dich machen wir mal noch. Alles ja scheißegal, dahin. So. Jetzt hat mich der Creeper auch schon wieder voll raus. Da kommt noch einer. Ach du Scheiße, ich habe da eine ganz böse Ahnung. Ich habe da eine ganz böse Ahnung. Und zwar, dass da ein Creeper-Spawner drin ist. Wer weiß, ob sowas hier in diesem Modpack nicht gibt. Enderman ist auch da hinten, aber der juckt mich nicht weiter. Die sind doch jetzt alle da rausgekommen, oder? Die sind doch jetzt alle hier rausgekommen. Naja, da ist auf jeden Fall. Lass mich bloß in Ruhe, Enderman. Oder hatten die sich einfach nur hier drin versteckt? Ha. Da qualmt doch was. Da qualmt doch gerade irgendwas hoch. Oder vertue ich mich da jetzt so? Da, da war schon wieder. Habt ihr das gesehen? So, so. Da, da. Da sind doch irgendwelche Partikel. Oh, Moment, da müssen wir doch mal jetzt eben gucken hier. Aha, aha, da ist die Sau. Ja. Ich glaub's ja nicht. Tatsächlich, ein Creeper-Spawner war da. Ja, Hammer. Machen wir eben schnell was futtern hier. Ja, jedenfalls, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen hier. Da müsste noch irgendwo einer sein. Alter. Ihr Sausäcke, Zombie-Spawner. Aha. Aha. Ach verdammt, warum habe ich den jetzt abgebaut? Da hätte man doch wunderbar Monsterfallen draus bauen können. Was haben wir hier für einen? Ein Spinnenspawner. Mhm. Mhm. Noch was? Ja, sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts mehr. Ich glaube, das war's. Aber den Spinnenspawner, ich glaube, den. Oh, da ist eine Truhe. Mit nichts drin. Toll. Super. Na, ah, klasse. Ah, hier gibt es auch wieder Geheimnisse zu entdecken anscheinend. Aha. Aha, aha. Auch nichts drin. Super. Aber diesen Spinnenspawner, den sollten wir uns vielleicht versuchen zu merken. Weil da könnte man doch später eventuell eine kleine Falle draus bauen, wenn wir mal Fäden bräuchten. Ja, wir lassen erstmal da stehen. Wir lassen erstmal da stehen. Zurück zum Thema und zur Lehmsuche. Ja, wie gesagt, also dieses Hey Kinders oder Hallo Kinders oder Hallo meine Kinder, da sagte meine Tochter so, nö, 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 nö. Seit wann kann Sand in der Luft schweben? Okay. Da sagte sie so, nö, das klingt scheiße. Nö, 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 nö. Ich dachte mir eigentlich, das passt auch ganz gut. Ich bin ja so ein alter Mann, ne? Da kann ich ruhig sagen, ja, alles meine Kinder. Außerdem ist das ja mein Haushalt, den ihr da joinen könnt, wenn ihr denn abonniert. Und in dem Sinne ist das ja richtig scheiße, was ich da gerade sehe. Außerdem habe ich mir den Weg gar nicht gemerkt, aus dem wir gekommen sind. Wir müssen doch nachher irgendwo da lang. Jedenfalls meinte sie dann so, nö, das klingt doof, nö, 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 da ist ein Spinnenspawner. Aha. Ich will nur an die Truhe. Nur an die. Auch leer. So eine Scheiße. Oh, da oben ist noch einer. Da kommen wir natürlich jetzt so nicht dran. Mal gucken, ob hier irgendwo eine Treppe hochgeht. Ah, schön. Hopp. Ja, hopp. Okay. Ach nee, das ist die. Ah, da muss man doch irgendwie hochkommen können. Ich meine, das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt, das bauen wir mal eben ab hier. Ja, dann gehen wir mal eben hier drauf. Dann bauen wir uns mal eben hier so ein bisschen hoch. Jedenfalls habe ich mir dann gedacht, ja gut, dann überlege ich mir was anderes. Aber alles, was mir so einfällt, ist dann so, ja, wo ich mir denke, naja, also der Wahnsinn ist es nicht mit den leeren Truhen hier. Verdammt nochmal. Was soll das? Jedenfalls, der Wahnsinn ist es nicht so. Na, meine, ich glaube, das war auch wieder meine Tochter, die meint dann so, ja, sag doch einfach so, hey Leute, hey Leute, das ist so, nee, weiß ich nicht. Also,
Ah, nee, es wird dunkel. So eine Scheiße. Ach, du Kacke, was ist das denn da alles? Ach, du Scheiße. Ach, du ahnst es nicht. Holla, die Waldfee. Boah. Ach, da sind doch diese Türme. Da oben wartet doch dann, glaube ich, so ein Golem oder so ein Gigant, irgendwie sowas in der Art. Und der ist richtig übel und da fließt die Lava raus wie Sau. Wir wollten doch eigentlich Lehm suchen. Verdammt. Oh, Lehm. Hey, ich glaube, das ist Lehm, ne? Kann das sein? Das ist alles Lehm. Ja, alles Lehm. Super, wunderbar. Das nehmen wir mal schnell noch mit hier. In der Hoffnung, dass wir das schaffen, bevor hier irgendwelche Gegner auftauchen. Und in der Hoffnung, dass wir dann auch noch den Weg nach Hause schaffen. Wobei ich da allerdings schwarz sehe, aber wir versuchen es mal. Wir riskieren es jetzt einfach mal hier. Müssen wir ja. Wie gesagt, den Lehm brauchen wir. Das geht nicht anders. Den brauchen wir, da kommen wir nicht drum weg. Drum rum. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Das auch noch hier. Dann. Ach, hier ist ja noch mehr. Ist ja super. Wo sind wir jetzt hier? Okay. Ja, jedenfalls fehlt mir da noch was ich dann ganz zu Beginn sagen kann. Ja, was dann eben, ich sag mal, vor diesem, schön, dass ihr zu Hause seid. Oder schön, dass ihr nach Hause gekommen seid. So, schön, dass ihr nach Hause gekommen seid, was da vorkommt. Und da ging mir so ein bisschen jetzt so relativ spontan durch den Kopf. Also, da ist Creeper, nein. Also, halt so dieses, von wegen, hey Kinders oder hallo Kinders. Beziehungsweise, hallo meine Kinder. Nee, hallo meine Kinder ist scheiße. Nein, also so, hey Kinders oder hallo Kinders. Was meine Tochter halt, wie gesagt, für nicht gut befunden hat. So, das wäre dann Möglichkeit. Ah, da sind Erze. Oh. Na, wir müssen hier noch ein bisschen. Also mit den Dingen war auch irgendwas. Ach genau, die braucht man für Schokobos und Zähmen, ne? Moment, wir klatschen mal eben den Creeper weg. Und dann geht das gleich sofort weiter mit A, B und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Geh weg, du Fickviech. Ah, so, tot. So, jetzt habe ich aufgrund des ganzen Stress. Oh, da oben ist ja auch noch was. Jetzt habe ich wegen dem ganzen Stress schon vergessen, was ich eigentlich alles für Möglichkeiten hatte. Ah, lass mich mal da hoch. Ich könnte natürlich auch einfach nur fragen, ja, was haltet ihr denn davon? Ist das wohl in Ordnung so, wenn ich dann so sage, so, hey Kinas? Oder, ich glaube, dabei lasse ich das auch. Ob das in Ordnung ist? Da frage ich euch einfach. Genau, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das so als Begrüßung für euch in Ordnung wäre, wenn ich sagen würde, hey Kinas, und dann eben, schön, dass ihr nach Hause gekommen seid. Ich könnte natürlich auch sagen, wir können natürlich auch als Möglichkeit B vielleicht noch nehmen, so, hey Bros. Ja, weil Bro ist ja ein ziemlich verbreiteter Ausdruck, glaube ich. Das darf man ruhig verwenden für sowas. Da muss es ja nicht dann sofort heißen, so, das hast du von dem und dem nachgemacht. Ja, aber das hat damit ja nichts zu tun, weil ich will ja keine Bro-Army machen. Wie das ein gewisser anderer, recht bekannter YouTuber gemacht hat. Nein, das habe ich ja nicht vor. Nein, das soll ja mein Haushalt bleiben. Ja, das ist ja, das heißt jetzt so und ich weiß nicht, ob ihr diese komische Musik gehört habt, aber das war gerade ganz komisch und unheimlich. Ganz komisch und unheimlich. Das war so ein... Ich weiß, wie ich das erklären soll. Also für... Falls man es jetzt nicht so gehört hat, das war irgendwie in der Art so... Hey, Fliegenpilze. Das war irgendwie in der Art so... Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich will nach Hause. Ich will einfach nur nach Hause. Oh, ich sehe schon überall irgendwelche schrecklichen Gestalten jetzt hier. Oder war das nur ein Skelett? Okay, da hatten wir den eben rausgenommen. Das ist ein Frosch. Ja, jetzt... Ich will einfach nur... Alter, sind hier viele Frösche. Das ist ja geil. Das ist ja irgendwo cool, ne? Mit den Fröschen hier. Das ist ja geil gemacht. Gefällt mir. Schick, schick. Schön, schön. Ah, ich hätte ja gern noch mehr Lehm. Wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Lehm. Aber jetzt nachts hier so rumlaufen. Das kommt mir auch so hell vor. Kann das sein? Oder kommt das nur durch die Lava? Ah, meine Tochter hat doch letztens gespielt. Moment mal eben. Ich muss mal eben gucken, wie die Grafikeinstellungen hier sind. Helligkeit 50%. Ja, düster. Ich würde mal sagen, wir lassen das. Wir machen mal auf 25. Ist eine sternklare Nacht mit Vollmond. Da darf es ruhig ein bisschen heller sein als normal. So. Ja, jedenfalls, ne? Also B wäre dann, hey Bros. Wie gesagt, das darf man ruhig verwenden. Das ist ja nicht sofort so, hey, das hast du nachgemacht. Lalalala. Denn Bros ist ja, ich glaube, ein Ausdruck oder ein Wort, das hat sich schon eingebürgert hier. Das sagt man ja einfach so, hey Bro. Zu seinem besten Kumpel zum Beispiel. Von daher denke ich mir mal, wäre das ruhig relativ in Ordnung. Oder was wir noch hätten, Möglichkeit. Oh, da explodiert was. Fuck, noch was. Oh, Alter, was geht denn hier ab?
Oder was wir noch hätten? Möglichkeit C wäre dann so, hey Dudes. Ja, also Dude ist ja ungefähr... Alter, was geht denn da ab? Ach du Scheiße. Hopp. Nur. Beachte mich doch gar nicht. Beachte mich doch. Alter, was ist denn hier? Moment, ich muss mal eben schauen, dass wir hier so einigermaßen heile rauskommen. Ey, der Creeper und Skelette und Zombies und... Ach du Scheiße. Ist egal, los, drup, Verbind oh nein! Creeper! Nein! Das darf doch nicht wahr sein! Was? Wo sind wir denn jetzt gespawnt? Wir haben doch da ein Bett! Dein Bett wurde blockiert oder zerstört? Was ist? Wie blockiert oder zerstört? Also mach keine Scheiße! Und wieso steht da ein Creeper direkt neben unserem Haus? Ach du Kacke! Da müssen wir jetzt aber schnellstmöglich hin. Wie war das? Ich glaube, 5 Minuten Zeit hat man, ne? Wenn ich mich nicht irre. 5 Minuten Zeit, bevor... Geh da rein! Bevor die Sachen verschwinden, jetzt ist da draußen ein Creeper vorm Haus. Ich glaub's nicht. Nein, das darf nicht wahr sein. Nein. 5 Minuten. Oh, Scheiße. Ich hab eine Spinne gehört. Nein. Nicht doch. Eisen. Noch mehr Eisen. Wie? Nicht mehr Eisen? Oh, Moment, wir haben doch hier noch und hier noch. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal schnell ein Eisenschwert. So. Nur normal ist jetzt erstmal, muss jetzt erstmal reichen, das hilft jetzt alle nichts. Und nochmal eine Eisenrüstung. So, und dann rüsten wir uns mal hier mit diesem ganzen Scheißdreckszeug aus. Und hoffen mal, dass das auch ein bisschen was bringt. Und das bringt ja quasi gar nichts. Ach du Scheiße. Oh, wir müssen dahin. Wo war denn das? Wir sind in die Richtung gelaufen gewesen. Ist der Creeper immer noch hier vorm Haus? Doch nicht. Doch, da ist einer. Oh nein, geh weg. Du verfickte, das darf nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Was ist das denn für eine Aufnahme? Nein. Leck. Ach du Scheiße. Ey, wo sind wir denn jetzt schon wieder hier? Alter, was ist das für eine Kacke? Wieso ist denn das Bett blockiert? Nein, da hat der uns das Haus weggesammelt und das Feld weggesammelt und... Ach du Scheiße. Da ist schon wieder einer, das darf nicht wahr sein. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt können wir uns doch nicht mehr in unser sicheres Haus flüchten. Wir müssen irgendwie gucken, ob wir auf den Baum kommen. Wir müssen irgendwie... Na, komm hoch hier. Mal gucken, wenn ich jetzt Anlauf nehme... Ja, toll. Ich und Anlauf nehmen. Ich kann ja auch so toll rennen bei Minecraft. Super hat das geklappt. Prima. Scheiße. Ach, du Ahnsinn. Das darf nicht wahr sein. Alles kaputt. Die haben uns alles kaputt gesammelt da. Nein, und unsere ganzen Klamotten, die... Darum und... Oh, die kriegen wir doch im Leben nicht mehr wieder. Die sehen wir nie wieder. Ja, toll. Super. Was mache ich, anstatt zu springen? Ich falle einfach mal nur runter. Genau. Reicht ja... Alter, jetzt werden wir auch noch beschossen, das darf nicht, weil das gibt's doch nicht. Ach du Kacke, ja, jetzt ist aber Holland in Not. Ja. Da wäre ich ja schon versucht, eine neue Welt zu starten, ohne Scheiß. Alter, und da stehen schon wieder die nächsten 2 Creeper vor der Hütte und warten und lauern und denken sich so, ja, komm du ruhig. Ihr Mistviecher, ich werde euch alle killen. Ich lösche euch alle aus eurer Familie. Alles. Ey, das. Boah, Scheiße. Oh, das wird eng. Wir müssen da hinten hin. Okay, die sind weg anscheinend. Das heißt, wenn wir uns jetzt vielleicht beeilen, mit ein bisschen Glück. Lauf. Nein, da ist noch ein Skelett, Scheiße. Jedenfalls müssen wir jetzt einfach versuchen, irgendwie schnellstmöglich. Nein, hier wieder rauszukommen. Schnellstmöglich an diese Stelle zu kommen, wo wir vorhin verreckt sind. Wenn ich mal noch wüsste, wo das war. Also da war irgendwie, da waren so Türme und da war irgendwie so ein Berg und Lava und wir sind irgendwie an der Küste lang und da ist ein Brunnen oder was und da höre ich schon wieder Spinnen hinter uns und nein. Und da ist ja so ein Sumpf, ist gut.
Sumpf war auch in der Nähe, ja. Ach du Kacke, ach du Scheiße. Hoffentlich liegen die Sachen noch da. Hoffentlich kriegen wir die noch wieder. Ey, das waren so viele Sachen, so viel Lehm und die Rüstung und oh, das Diamantbreitschwert. Ach du Scheiße. Renn, renn. Oh, wenn ich das Minecraft besser mit dem Rennen könnte, ne, dann... Scheißendreck, ey. Ach, verfickt nochmal. Jetzt muss ich sowas einfach mal sagen. Jetzt darf ich sowas auch mal sagen. Da darf man wirklich sagen, verfickte Scheiße. Ohne Rotz, ey. Ach du Kacke. Müsste das nicht hier irgendwo gewesen sein? War das nicht hier irgendwo? Wir waren noch irgendwo am Wasser und da waren Frösche und... Moment. Oh, Scheiße, wo war das? Wo waren wir gestorben, ey? Wo waren wir gestorben? Da war doch irgendwie Lava. So ein Berg mit Lava und da ist der Lavaberg. Okay. Und dann waren wir irgendwie am Wasser, aber... In welcher Richtung waren wir am Wasser? Scheiße! Ich glaube in der Richtung hier, ne? Da haben wir hier lang gelaufen, oder? Ah, kacke. Ja, da Gott dachte, hatten wir was abgebaut gehabt. Und dann müsste doch irgendwo... Ich habe so die Ahnung, unser Zeug ist weg. Unser Zeug ist alles weg. Da liegt noch ein EP rum. Na super. Ich habe so das Gefühl, unser Zeug ist weg. Das sehen wir nie wieder. Und das heißt quasi, dass wir nochmal bei Null anfangen mit nix. Wir haben ja dann nix mehr. Ohne Scheiß. Ach du Kacke. Und ich habe jetzt außerdem auch noch vergessen... Ah, super. Bei unserem Haus die Sachen einzusammeln. Nein, das darf nicht wahr sein. Hier ist echt nichts mehr. Hier ist echt nichts. Das müsste doch hier irgendwo liegen, oder nicht? Ach du Scheiße. Nein, mach doch keinen Dreck mit mir. Mach doch nicht so eine Scheiße mit dem alten Mann. Nein. Hier waren die ganzen Creeper. Okay. Und hier ist nichts. Hier ist tatsächlich nichts mehr. Nein, die 5 Minuten sind rum. Scheiße. Ach, das darf nicht wahr sein. Nein, das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist eine Handvoll Dreck. Na, super. Ach du Kacke, und das andere ist alles weg. Alles weg, alles. Das Diamantbreitschwert, unsere Rüstung, unser Lehm und... Ach, unser Werkzeug, unsere Angel und... Der verzauberte Bogen, den wir gefunden hatten. Nein. Na gut, wir sind jetzt bei 22 Minuten. Dann, ja, machen wir hier jetzt einfach mal die Blatthaufen rein, die schmeißen wir einfach mal hier hin. Die Brote, ach du ahnst es nicht. Ja, wir sind jetzt jedenfalls bei 22 Minuten, fast bei 23 Minuten, das heißt, der Part ist lang genug. Nochmal kurz darauf zurück, auf das Thema, was ich hier mehr oder weniger zur Sprache bringen wollte, aber ja doch zwischendurch immer wieder mal gestört, unterbrochen wurde und so viele Pfeile hatten wir auch gefunden, so eine Scheiße! Jedenfalls wäre es ganz schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr der Meinung seid, was wohl besser klingt. A. Hallo Kinders. B. Hey Bros. Oder C. Hey Dudes. Willkommen im Haushalt käme dann halt. Nein, nicht willkommen im Haushalt. Dann käme natürlich noch danach. Schön, dass ihr nach Hause gekommen seid. Aber eben, wie gesagt, der Anfang, der fehlt mir noch so ein bisschen, der passt mir noch nicht so richtig und hier liegt auch noch was rum. Da, wir. Ja. Schnell. Boah, scheiße, haben wir ein Schwein. Haben wir ein Glück, ey, ich glaub's nicht, das darf ja nicht wahr sein. Das ist ja der Wahnsinn, wir haben ja so ein Glück, ey. Gut, dass ich nicht sofort raus und auslock und hasse nicht gesehen, sondern erstmal noch dumm in der Gegend rumgelaufen bin. Das ist der Wahnsinn, wir haben unsere Sachen wiedergefunden. Wir haben tatsächlich unsere Sachen wiedergefunden. Nicht alle. Aber, nein, das Diamantbreitschwert ist weg. Nein. Vielleicht liegt das hier noch irgendwo? Da liegt auch noch was. Ah, komm. Ah, quäl dich durch hier. Das müssen wir jetzt noch schaffen. Das müssen wir jetzt alles noch machen hier. Das müssen wir jetzt noch alles einsammeln wieder hier. Das müssen wir noch kriegen. Liegt hier noch was? Liegt hier irgendwo noch was? Da liegt auch noch. Ach, oh, guck mal. Ein bisschen Werkzeug. Alter, wo liegt das Diamantbreitschwert? Sammel ein. Komm schon. Noch was. Hier muss doch irgendwo noch... Da unten liegt auch noch was. Oh, ja, das haben wir auch dann schon mal. Okay, wo liegt unser Schwert? Seht ihr unser Schwert? Sieht irgendeiner das Diamantbreitschwert? Scheißendreck. Da ist noch ein Knochen, den wir anscheinend nicht mehr aufnehmen können. Sind wir voll? Tatsache, wir sind voll. Na, super. Da liegt unsere Angel rum. Moment, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was entsorgen hier. Zum Beispiel, das hier, das kommt jetzt erstmal alles weg hier. Nein, das hier noch nicht. Das hier kommt weg. So, da lag doch gerade noch unsere Axt. Irgendwo lag doch hier unsere Axt. Irgendwo war doch hier gerade... Ich habe doch gerade was gesehen. Nein, unsere Angel meine ich natürlich. Die lag doch hier... Ich habe die doch gerade hier gesehen. Was? Habe ich gerade unsere Angel... Ich habe doch gerade unsere Angel hier irgendwo gesehen, oder nicht? Ach, haben wir schon aufgenommen. Ah, oh, wo ist unser Schwert? Da ist es! Nimm das Schwert auf!
Nimm das Schwert auf! Nein, das darf nicht wahr sein. Ja. Boah, wir sind so lucky guys. Ohne Scheiße. Hammer. Jetzt wirklich ohne Scheiß. Wir haben so ein unverschämtes Glück jetzt gehabt. Na, das ist der Wahnsinn. Boah. Da waren unsere Sachen echt noch da. Das ist ja Hammer. Das ist... Boah. Krass. Richtig Glück gehabt, ey. Was fehlt denn? Helm fehlt. Okay, der Helm fehlt uns noch. Da haben wir unseren Grabstein. Den hauen wir uns dann bei unserem Hütchen hin. Und eine Axt haben wir da. Die brauchen wir nämlich auch. Weil der eine Creeper ja so schön unser... Ach ja, stimmt ja. An dieses Gimmick denke ich immer gar nicht. Dass er dann der ganze Baum runterkommt. Weil der Creeper ja da unser schönes Haus dermaßen zerdeppert hat, brauchen wir auf jeden Fall auch noch Sand. Genau, Sand brauchen wir dann auch noch. Weil wir werden dann... Nein! Wir werden dann bestimmt auch nochmal neue Fensterchen machen müssen. Na, klasse. Na, jetzt geht er weiter hier. Egal. Ja, das gibt jetzt ein bisschen Überlänge, aber das will ich jetzt eben schnell noch fertig haben, weil ich habe gerade nicht so wirklich viel Zeit zum Aufnehmen. Deswegen hätte ich jetzt ganz gerne so einigermaßen... Ach, das ist ja nur die Steinhacke. Schippe haben wir gerade keine, wie ich das sehe. Okay, dann müssen wir das jetzt eben schnell per Hand machen hier. Jedenfalls habe ich nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, deswegen gucke ich, dass ich das jetzt noch alles einigermaßen hinkriege. Na gut, dann wird der Part halt eventuell eine halbe Stunde lang. Scheiß drauf, was soll das denn? Und warum sind hier eigentlich so viele Ruinen, die schon scheiße gefährlich aussehen? Oh, die ist sogar ziemlich weit im Wasser auch drin, okay. Da ist auch noch irgendwas, aha, aha, aha. Ja, da ist ja unser Spinnspawner. Gut. Oh Gott sei Dank, wir haben unsere Sachen wieder, so weit zumindest. Nicht alles, aber... Ich würde sagen, das meiste und das Wichtigste haben wir wieder zurückbekommen. Und das ist gut, das ist super, das ist wirklich, wirklich klasse. Boah, haben wir ein Schwein gehabt jetzt noch. Meine Fresse, wenn wir es jetzt noch rechtzeitig... Moment, wenn wir es jetzt noch zu unserer Hütte nochmal zurückschaffen, vielleicht können wir uns da diese verzauberten Sachen nochmal aufnehmen, die Bosse gedroppt hatten. Oh, ich dachte schon, was ist das denn? Was wedelt denn da so mit so komisch mit den Armen? Das war nur der Vogel. Oh. Moment, in welche Richtung müssen wir? Ich glaube hier lang. War das hier? War das hier lang? Boah, ich muss mir echt so Schilder machen, ey. Ohne Scheiß. So Wegschilder, Wegweiser so. Alter Mann, da geht's lang. Scheiße, irgendwie kommt mir das jetzt gerade alles so unbekannt vor. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Doch, da ist der Brunnen. Doch, das ist richtig. An den Brunnen kann ich mich erinnern. Und was ist das denn für ein komischer Baum da? Achso, das sind so Kirschbäumchen oder was? Ah, gut, okay, Kirschblütenbäume. Wunderbar. Jetzt lauf doch mal hier. Na, rennen ist nicht so gut. Ach, wir hatten doch Brot, ne? Wir hatten doch, ja, wir haben doch unser Brot auch wieder mit dabei. Ach, schön. Schön. Schnell, hier futtern. Dann hoffen wir mal, dass bei unserer Hütte jetzt nicht wieder irgendwelche Creeper rumhängen. Wäre mal was Neues, wenn da Creeper wären. Ha, ha, ha. Alter, ich denn nur Creeper. Grundsätzlich immer irgendwelche verfickten Scheißdrecks-Creeper. Das darf nicht wahr sein, sowas, ey. Mann, oh, das fällt. Nein, ich glaub's, das glaube ich nicht. Nein. Das muss auch alles wieder fertig gemacht werden. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Aber wenigstens die Einrichtung ist soweit heile geblieben. Das ist ja wenigstens schon mal etwas. Oh, Mann. So ein Scheißdreck. Gut. Da kümmern wir uns in der nächsten Folge dann drum. Bis dahin.